Hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir das große Glück, dass wir uns von Westfalia den nagelneuen James Cook organisiert haben. Das ist noch ein Vorserienfahrzeug, aber anders als in den ersten Videos, die wir auf der Messe in Düsseldorf für euch gemacht haben, können wir uns heute im Detail damit auseinandersetzen. Ja, ich bin allein unterwegs, deswegen auch die etwas ungewöhnliche Kameraperspektive. Und ich hoffe, dass der Ton gut ist, weil ich das erst heute Abend am Computer erfahren werde, ob das alles gut ist. Es ist nämlich ziemlich windig. Aber guck mal, da hinten steht er. Das ist ein Westfalia James Cook. Wie muss ich mich hinstellen? So. Ja, gar nicht so einfach. So. Das ist ein Westfalia James Cook. Das ist das Fahrzeug, was durchaus auch schon in Düsseldorf stand. Inzwischen ein bisschen weiter in der Entwicklung. Alles funktioniert. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie das Fahrzeug im Detail so aussieht. Schon in der Außenansicht könnt ihr sehen, womit wir es hier zu tun haben. James Cook habe ich ja gerade gesagt. In diesem Fall haben wir das Aufstelldach von Westfalia oben drauf. Den James Cook gibt es ja in drei Varianten. Als Classic, ganz ohne obere Schlafmöglichkeit, mit Aufstelldach, so wie er hier steht, oder mit dem GFK-Hochdach. Also für jedes Bedürfnis irgendwie eine Lösung, so dass man schauen kann, wie es zu euch am besten passt. Natürlich muss man bei der Konfiguration auf verschiedene Dinge Acht geben, weil die Dächer unterschiedliche Vor- und Nachteile mit sich bringen. Aber ich glaube, dass jedes Auto einen ganz bestimmten Reiz für eine bestimmte Gruppe von Menschen hat. Und wir gucken einfach mal, was ist. Und ich zeige euch mal, was sich im Fahrzeug ändert, wenn man das eine oder das andere Dach mit drin hat. Und dazu gibt es ja auch die anderen Videos zum James Cook, die wir euch in der Infobox oben in der Ecke verlinken. Da haben wir in Düsseldorf schon mal den James Cook Classic in dem schicken Fehlgrau als Offroad-Variante gefilmt und den dunkelblauen mit dem GFK-Hochdach. Das sind ja auch Videos von Togo, wo ihr da einen guten Eindruck bekommt, wie die Autos von innen sein. In den Videos fehlten aber natürlich die ganzen Details und ich habe mir heute mal mein Lasermesser und mein Maßband mitgenommen und wir werden jetzt einfach mal den James Cook im Detail vermessen. Für diejenigen, die da noch nicht genau wissen, ob das das Richtige ist oder noch Fragen haben, die ich heute alleine nicht filmen kann oder nicht mitnehmen kann. Wir stehen natürlich von Togo gern zur Verfügung, haben auch schon ein paar James Cook verkauft. Das heißt, in der Konfiguration fange ich langsam an, ein bisschen Routine zu bekommen. Und was ich nicht weiß, klären wir dann mit Westfalia. Weil wie ihr an dem Auto seht, der Draht ins Werk ist gut. Die Zusammenarbeit mit den Händlern ist toll. Ja, bevor wir richtig loslegen, denkt dran, unseren Kanal zu abonnieren, das Video zu liken. Das wird uns immer helfen. Ist ja auch der Lohn unserer Arbeit letztendlich. Und wenn ihr die Glocke abonniert, dann werdet ihr für zukünftige Videos immer wieder informiert, was es gibt. Wir haben hier einen James Cook, das ist der neue Sprinter. Das heißt, es gibt ihn wahlweise mit Heckantrieb oder mit Allradantrieb. Das, was wir hier vor uns stehen sehen, ist Heckantrieb, also nicht höher gelegt. Originale Mercedes-Alufelgen, die Außenfarbe ist Tenorit-Grau. Und die Stoßfänger sind in diesem Fall nicht lackiert. Das Westfalia Farbdesign ist, glaube ich, einheitlich und so ähnlich wie bei den anderen Modellen. Das heißt, ihr habt im Prinzip, wo ist mein Finger, alles in Fahrzeugfarbe, aber dann hier in der Mitte die Streifen in dem Schwarz-Matten. Und natürlich, ich finde auch optisch, passt das Aufstelldach, was wir hier drauf haben, toll zu den Proportionen vom Sprinter. Es ist komplett unauffällig mit drauf. Das ganze Auto ist knapp unter 6 Meter lang. Guck mal, wir sind hier am Modellflugplatz. Kann man das sehen? Nee, kann man nicht sehen.
Das ganze Auto ist etwas unter 6 Meter lang. Und das, was eben von außen besonders auffällt, ist, dass das komplette Heck geändert ist. Das heißt, anders als die normalen Flügeltüren, die der Sprinter ab Werk eigentlich hat, hat Westfalia das rausgenommen und hat das Heck zweigeteilt, neu entwickelt. Und zwar haben wir einmal hier in dem oberen Bereich, zack, den Slide-Out, der rausfährt, und unten drunter noch so eine Art Kofferraum. Wie groß der ist, das werden wir gleich alles ganz detailliert vermessen und schauen uns das an, weil ja diese ganzen Daten bisher noch nirgendwo bekannt sind. Auch die andere Seite, im Prinzip Farbenspiel das gleiche. Man sieht auf den ersten Blick, sind nicht so viele zusätzliche Öffnungen von außen. Und wir haben im Prinzip hier in der Ecke den Frischwassereinfüllstutzen und auf der anderen Seite die Toilettenklappe, und das war's dann eigentlich. Das ist der erste Eindruck, wenn man in den James Cook reinschaut. Man sieht auf den ersten Blick, wir haben eine ganz moderne Linienführung. Alles ist super elegant gehalten. Bevor ich das vergesse zu sagen, dieses Fahrzeug ist ein Vorserienfahrzeug, quasi ein weiterentwickelter Prototyp. Nicht alles, was ihr seht, ist Serie. Nicht alles wird so, wie es hier steht, nachher auch in Serie gehen, beziehungsweise sind einige Details, glaube ich, noch nicht 100% entschieden. Das heißt, dieses Video hat nicht den Anspruch, vollständig alles zu zeigen, sondern soll euch einen ersten Eindruck geben, besser als es Fotos oder ein Prospekt kann. Und immerhin, und das würde ich jetzt auch als ein bisschen Eigenlob quasi darstellen, es gibt noch keinen gedruckten Prospekt zum James Cook, aber bei Togo Reisemobile auf dem Kanal gibt es schon ein fertiges Video. Ein bisschen stolz sind wir da drauf. Schon beim Reingehen fällt auf, wir haben hier unten die klassische 70 cm Trittstufe. Eine der Innovationen, die wir in dem James Cook haben, ist eine komplett neu entwickelte Fliegengittertür. Und zwar habt ihr ja normalerweise die Fliegengittertür, die von hier darüber zieht. In diesem Fall haben wir sie zweigeteilt. Und zwar einmal auf den Küchenblock die eine Seite zum Zuziehen. Und damit man nicht immer so viel zuziehen muss, hier auf der anderen Seite die zweite Fliegengittertür, die sich in der Mitte treffen. Und so habe ich es dann schön geschlossen. Muss aber nicht, wenn ich alles zuhaben will, immer so viel machen und alles am Küchenblock vorbeiziehen. Der nette Nebeneffekt ist, dass wir jetzt endlich wieder diese zusätzliche Schiene anbauen können. Das heißt, dass man den Tisch aus der Sitzgruppe hier nachher einhängen kann, falls das nicht ab Werk in Serie kommt. Westfalia, nehmt das doch bitte mit auf, falls ihr das Video guckt. Kriegen wir bei Togo das auf jeden Fall hin. Dann bestellen wir euch die passende Schiene und montieren die da. Ich denke, das müsste passen. So, das machen wir mal wieder auf. Hoch ins Bett geht's da oben. Und um da ranzukommen, muss ich mal schauen, ob ich das mit euch in der Hand machen kann. Geh mal vorsichtig hier rein. Prinzip beim Aufstelldach ist ganz einfach und sogar einhändig zu bedienen. Auf der einen Seite entriegeln, auf der anderen Seite entriegeln und dann einfach einmal einen kleinen Schubser geben. Zack, dann ist das schon oben. So sieht der James Cook mit aufgestelltem Hochdach von außen aus. Wir haben hier vorne die große Belüftung und wir haben seitlich die beiden Lüftungen. Das, was hier gleich auffällt, das ist ja ein Westfalia-eigenes Dach. Das heißt, Westfalia kann das für das Fahrzeug genau entwickeln. Der große Vorteil, wenn man sich so ein Dach neu und für jeden Typ selber macht, ist, dass es zum einen etwas leichter ist als eine Standardvariante, weil es keine Grundplatte braucht, sondern für jedes Fahrzeug speziell angebaut wird. Und der zweite Vorteil ist, dass Westfalia das Dach etwas höher macht als die meisten Aufstelldächer. Das heißt, hier haben wir, das seht ihr gleich, wenn wir hochgehen, die Leiter drauf liegen gehabt und die Bettwäsche drauf liegen gehabt, so dass man da wunderbar alles oben haben kann und nicht immer alles hin und her räumen muss. Ich denke, das ist bei so einem Aufstelldach ein riesengroßer Vorteil. So, wir haben hier bis da hinten zum Faltenbalk von Matratzenbeginn. 2,25 Meter, das dürfte nicht alles Matratze sein, weil wenn ihr das da hinten seht, die letzten 20 cm, denke ich, haben wir, ist Luftraum. Das ist zwar als Liegelänge dann toll, aber eben nicht Matratzengröße. Und hier vorne, von links nach rechts, haben wir
Was haben wir? Knapp 1,15 Meter, also 1,148 Meter. Das ist kein riesengroßes Bett. Der Sprinter ist ja etwas schmaler als ein Ducato. Es ist klar, dass das hier oben ein wenig schmaler ist, als es in einem Ducato-Aufstelldach wäre. Aber es ist auf jeden Fall ein tolles Bett, vor allem wenn es draußen warm ist. Weil das, was man einfach mit all diesen Dachbetten so schön machen kann, ist, dass wir. Mach das hier mal auf. Ups, hier ein Fliegengitter haben. Wo man direkt, wenn man es aufmacht, merkt, wie viel Luft reinkommt. Das heißt, wir haben auf der Seite hier ein Fliegengitter. Wir haben auf der anderen Seite auch ein Fliegengitter. Und stellt euch mal vor, ihr liegt hier, das ist hier bei uns in der wunderschönen Elbmarsch in der Nähe von Stowe. Ihr liegt hier oben in dem Aufstelldach und wacht morgens so auf mit Blick über die Felder. Das ist schon ziemlich cool. Und zusätzlich gibt es natürlich auch noch, und jetzt muss ich gucken, mit einer Hand, mit Leiter, mit Kamera, Sicherheit am Arbeitsplatz, hier vorne, das gleiche nochmal. Und in dem Augenblick, wo ich das alles aufmache, habe ich hier oben natürlich wahnsinnig viel Licht und Luft. Und dann sieht das schon ganz anders aus. Guck mal, wie hell das auf einmal wirkt. Toll an dem Aufstelldach vom James Cook ist, dass wir oben diese Schienen drin haben. Ich glaube, Westfalia nennt die Translift-Schienen, so dass man einen Querträger draufpacken kann, um mal ein Stand-Up-Paddleboard oder irgendwas in der Richtung mitzunehmen. Dachlasten müssten wir dann im Einzelfall mal bei Westfalia erfragen. Das wird nicht unendlich viel sein, weil die Dämpfer damit ja auch umgehen können müssen. Irgendwie gefällt mir die Optik von außen mit hochgeklapptem Dach sehr, sehr gut. Ich finde, das sieht immer gleich so nach Urlaub aus. Hier vorne im Bereich der Sitzgruppe vom neuen James Cook ist es so, dass wir einmal eine tolle Ablage haben. Alles ist so klassisch Westfalia-typischer Stil, würde ich sagen. Also wer sich von euch schon mal einen Columbus angeschaut hat, wird die Weiterentwicklung hier sehen, weil schon vieles anders ist. Das nehmen wir kurz zur Seite hier. Weil schon vieles anders ist, aber es ist eine schlüssige Weiterentwicklung. Grundsätzlich, was schön auffällt, ist, dass das hier alles geschwungene Formen sind. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video gut sehen kann, aber es ist halt vom Mercedes vieles übernommen. Das heißt, hier ist Original Mercedes. Westfalia nimmt hier in dem Teil nach hinten dann die Original Mercedes Verkleidungsfarben wieder auf, um möglichst flüssigen Übergang vom Sprinter zum Westfalia Ausbau zu gewährleisten. Alle Knöpfe sind touch to open. Wir dürfen da überall reingucken, das habe ich geklärt. Die Staufächer sind nicht unendlich groß. Das Wetter draußen ist leider schlecht, deswegen müssen wir als erstes mal schauen, dass wir uns Licht anmachen. Wir haben hier einmal indirekte Beleuchtung von Westfalia. Zack. Auch hier oben jetzt alles mit schöner indirekter Beleuchtung mit dabei. Auch die Beleuchtung hier, guck mal, um den Fensterrahmen drumherum ist das toll. Und auch bei so einem leichten Nieselregen, wie wir es jetzt haben, kann man das Fenster wunderbar öffnen. Hat diese Soft-Aufsteller, hat natürlich, kann man das sehen, ja, Verdunklungsrollo und Fliegengitter mit dabei. Und so ist auch für Belüftung vernünftig gesorgt. Die Sitzgruppe hier vorne oder die Sitzbank hier vorne ähnelt der im Columbus 45 und im Sven Hedin. Das heißt, die ist etwas steiler und etwas schmaler als im Columbus. Da kann am Ende der Sprinter nicht aus seiner Haut. Er ist und bleibt halt ein Tick schmaler, dafür fährt er großartig. Und um diesen engeren gerecht zu werden, sind die Sitzgruppen im Sprinter immer etwas kleiner. Die hier ist schon sehr, sehr schön groß. Leider ist der Tisch jetzt heute nicht mit dabei. Der wird dort eingehängt und hat nachher während der Fahrt auch einen festen Platz hier im Bereich der Schiebetür, sodass er eben auch immer gut wegzustauen ist. Ich glaube, anders als bei anderen Sprintern ist hier etwas mehr Platz im Durchgang. Und damit sich jeder so setzen kann, wie er möchte, haben wir hier die Sitzbank jetzt, ich mache das hier mal von der Seite, relativ steil. Aber wenn man möchte, kann man sich draufsetzen. Das muss ich mal so kurz machen. Nach vorne rutschen. Und dann habe ich diese Lounge-Sitzbank. Und habe damit, wenn man sich das von der Seite anguckt, kann man das, glaube ich, ganz gut sehen, wie sehr wir hier in der Neigung vor und zurück gerutscht sind. Und hat damit einfach eine richtig komfortable Variante,
Und die ist auch, wie drehe ich das jetzt hier um? Zu viel Technik. Selfie-Modus. Kann man das so sehen? Nee, kann man nicht wirklich sehen. Die ist auf jeden Fall sehr gemütlich. Und aus Erfahrung der Kollegen weiß ich, dass hier zwei Kindersitze nebeneinander passen. Das ist dann ein bisschen enger. Aber ein Kindersitz sollte gut passen. Und so wie ich Westfalia ja kenne, denke ich, haben wir auch Isofix. Das checken wir jetzt mal. Ach so, ja, sehen wir doch schon. Hier, guck. Da in den Löchern haben wir Isofix auf beiden Sitzen. Und wenn ich die Sitzbank zurückschiebe, genau, komme ich da wieder gut ran. Die ganze Sitzbank hier kann ich öffnen. Das heißt, da an der Schlaufe ist einfach eine zusätzliche Entriegelung. Den ziehe ich auf und habe da drunter einen zusätzlichen Stauraum. Der ist jetzt nicht gewaltig groß, schluckt aber wahrscheinlich doch ein paar wichtige Sachen. Da drunter, gucken wir auch mal drunter, ist die Entschuldigung. Da drunter haben wir die Bordtechnik. Das, was da in weiß rumschwirrt, ist der Prototyp der Mercedes-Bussteuerung. Weil das, was wir gleich sehen werden, ist, dass dieses Fahrzeug euch sehr viel über seinen jetzigen Zustand sagen kann. Und dann haben wir ja die Heizung hier mit drin. So, während es hier jetzt wirklich zu Campinggefühl kommt, weil dieses leichte, ich weiß nicht, ob man es auf dem Mikro hört, es regnet ein bisschen draußen. Das heißt, die Tropfen prasseln aufs GFK-Dach. Total gemütlich, erinnert mich total an Urlaub. Aber wir sind ja hier drin im Trocknen und schauen uns jetzt mal an, was das Bedienteil hier hinten kann. Das, was wir hier sehen, ist das zusätzliche Bedienteil für den Wohnraum. Das ist nicht lebensnotwendig, um alles steuern zu können, aber es ist halt ein tolles zusätzliches Gimmick. Die gleichen Funktionen haben wir meiner Meinung nach auch vorne im Mercedes-Panel. Das schauen wir gleich auch uns nochmal an. Im Anschluss an die Sitzgruppe haben wir hier die Nasszelle. Also eigentlich haben wir eine klassische 6-Meter-Aufteilung. Das, was Westfalia hier neu und anders macht, ist, dass der Schrank so ein bisschen doppelt genutzt ist. Das, was überhaupt einheitlich überall auffällt, ist, dass wir, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, bis auf die Badezimmertür komplett griffloses Fahrzeug haben. Alles sind Push-to-Open-Lösungen. Das heißt, wir haben hier den Stauraum, haben das ein bisschen kleiner, da unten nochmal einen Kleiderschrank. Das heißt, ich kann auch einen Anzug oder ein Kleid mal gut weghängen. Und der Raum ist quasi doppelt genutzt. Wir machen hier mal die Tür zur Nasszelle auf. Zack. Das fällt auch gleich auf den ersten Blick auf. Wir haben hier so ein ganz schickes Wabengewebe. Das ist so semi-transparent. Man kann schon irgendwie sehen, was dahinter los ist, ohne dass man wirklich durchgucken kann. Also auch eine charmante Lösung. Hier im hinteren Bereich, oder nicht im hinteren Bereich, sondern direkt hinter der Sitzgruppe ist die Nasszelle. Wir haben eine klassische Banktoilette und hier quasi der Bereich hier an der Seite. Das ist sozusagen das, was von außen für die Bordtechnik und die beiden Schränke, die ich gerade gezeigt habe, genutzt werden. Innen drin haben wir Ablagen, verschiedene. Höchstwahrscheinlich soll hier in der Serie, na, kann man, wo ist meine Hand? Da. Hier in der Serie noch eine indirekte Beleuchtung hinkommen. Und über der Toilette, wo man es nicht braucht von der Kopffreiheit, haben wir hier noch einen großen Stauraum. Und hier bei dem Waschtisch haben wir auch nochmal einen zusätzlichen Stauraum. Der ist jetzt vollgepackt, da gucken wir jetzt nicht im Detail rein. Aber der Waschtisch ist zum größten Teil auch zu benutzen. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das, was wir hier sehen, der Duscheinleger ist, der wahrscheinlich eine Option sein wird, auch bei diesem Fahrzeug. Die Duscharmatur mit dem Saugnapf, Westfalia typisch mit dabei, Spiegel mit hier und da kommt bestimmt noch irgendwo Kleiderhaken, Toilettenpapierspender mit hin. Und wenn es nicht ab Werk kommt, kümmern wir uns darum. Super spannend für mich und gleich ein guter Realitätstest ist bei Regen mal das Slide-Out ausfahren. Ihr seht das auf den ersten Blick. So ist jetzt nicht unendlich viel Platz. Wir können mal für denjenigen, der das wissen will, das schnell vermessen. Machen das hier mal schnell frei. Sekunde. Hier hinten haben wir quasi von Seite zu Seite haben wir jetzt 1,40 und in der Tiefe
haben wir 1,10 Meter. Das heißt, mit Rausfallschutz könnte das ein Kinderbett sein. Mehr ist es aber nicht. Ich habe mich da vorhin mal draufgesetzt. Man kann da durchaus noch das tagsüber nutzen, um ein Buch drauf zu lesen, wenn man sich hinsetzt. Aber das ist schon sehr höhlencharaktermäßig. Das funktioniert gleich besser, wenn wir es ausfahren, weil dann ist es richtig groß. Um es auszufahren, gibt es hier unten unterm Bett so eine kleine Verriegelung. Die muss gezogen und runtergeklappt werden. Und dann habe ich einfach wie so einen elektrischen Fensterheber hier das Rausfahren. Und jetzt gucken wir auf den Sekundenzähler. Wir fahren es mal ganz raus und schauen mal, wie lange das dauert. Das ist der Endanschlag. So kann man schon sehen, wie viel Raum wir gewonnen haben. Aber interessant ist das natürlich, wie das mit Bett aussieht. Das ist dann ein weiterer Handgriff. Einfach wie so ein Schlitten, den ich hier runterziehe. Und jetzt muss ich mal ganz kurz, oder ich probiere das mal mit einer Hand. Das sieht wahrscheinlich nicht so elegant aus. Wir haben hier seitlich die Teile. Nee, das ist das Falsche. Also wir haben hier seitlich die Teile einmal auf dieser Seite. Und einmal auf jener. Und dann muss ich einfach den oberen Teil der Matratze nehmen. Kurz nach hinten schieben mit zwei Händen. Ohne Kamera wäre das Ganze etwas leichter. Tadadada. Wir haben in einem 6 Meter Mercedes Sprinter ein Längsbett, oder was heißt ein Längsbett? Längsbetten für zwei Personen, wo man komfortabel drin liegen kann. Ich habe mich da vorhin schon mal selber probeweise reingelegt und ich glaube, damit man eine bessere Dimension bekommt, machen wir das gleich auch nochmal. Mit der Trittstufe hier kann ich dann wunderbar aufs Bett aufsteigen und wir messen jetzt mal, was wir für Maße haben. Die relevanteste Größe ist sicherlich das Maß bis hinten an die Wand. Da haben wir 2,03 Meter. Und dann haben wir zwei Breiten. Einmal hier in dem Slide-Out-Bereich. Da haben wir 1,41 Meter. Und in dem Bereich hier vorne, da messe ich jetzt rüber, haben wir 1,78, also fast 1,80. Das heißt, hier vorne kann fast noch jemand quer drin schlafen. Gibt bestimmt viele Leute, die sich hier Angst um Lastgrenzen oder sonstiges machen. Ich habe vorhin mit einem der Entwickler gesprochen. Da braucht man sich wirklich keine Sorgen machen. Hier sind Schwerlasttests gemacht worden. Und zwar so stark, dass man es hinten belastet hat, dass die Angst, dass er vorne hochkommt, größer war, als dass er hinten abbricht. Also ich mit meinen deutlich über 100 Kilo habe keinen Ups, da oben ist ein Schrank. Da muss man natürlich trotzdem aufpassen. Aber ich liege jetzt in dem äußeren Ausleger mit meinem vollen Gewicht und hier saßen zwei, drei Leute von meinem Format drauf und haben gewackelt und alles passt. Der Side-Out hat inzwischen, wenn ich das richtig mitgeschrieben oder mitgeschnitten habe, auch über 1000 Rein- und Rausläufe, so dass man einfach schon sagen kann, das hält und funktioniert und da ist bisher noch keinerlei Verschleiß zu sehen. Also das ist ja jetzt hier wirklich ein Erprobungsfahrzeug, was auf Herz und Nieren getestet wird. So ist das schon der Wahnsinn. Ich meine, wenn man sich das überlegt, wie weit ich vom Fahrer weg bin, obwohl wir hier einen 6 Meter Sprinter haben, das finde ich schon ganz cool. Und das mit den Fahrleistungen. Man kann halt nicht alles haben. Mit dem Slide-Out muss jeder so ein bisschen für sich selber entscheiden, ob es der richtige Weg ist. Ich glaube, dass da, wo man inzwischen stehen kann, entweder kann ich sowieso da campen und stehen, dann kann ich auch den Slide-Out das Stückchen rausfahren. Das Auto ist ja nicht länger als ein normaler Sprinter mit Fahrradträger. Und sobald ich in der Stadt für 8 Euro auf den Stellplatz gehe, spielt das Ganze ja sowieso keine Rolle und auf dem Campingplatz eh nicht. Und ehrlicherweise ist es ja auch so, zum Beispiel jetzt bei so einem Fahrzeug mit Aufstelldach ist ja eh die Frage, ob man damit noch wirklich frei stehen kann. Damit stelle ich mich ja auch nicht mitten in Berlin irgendwo an die Straße und schlafe da mit hochgestelltem Aufstelldach drin, sondern das
würde ich ja auch eher auf dem Stellplatz oder Campingplatz machen oder bei Freunden vor der Tür. Ja, faszinierend ist das für mich auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie euch das Konzept gefällt. Kommentiert es ruhig mal unter dem Video. Es ist vielleicht auch für Westfalia interessant. Vielleicht nehmen die noch das ein oder andere mit, weil das Fahrzeug eben doch noch in den letzten Details vielleicht Dinge angepasst werden. Ja, vom Gefühl ist es so, dass das, ich weiß gar nicht, warum man hier schlafen würde. Wahrscheinlich einfach, weil der Einstieg von dort ist so, wie ich jetzt liege. Es ist natürlich, wenn ich mich jetzt 180 Grad drehe, habe ich im Oberkörperbereich dann ein Bett mit einer Breite von fast 1,80 Meter. Das ist theoretisch ja komfortabler. Aber da wir auch hier 1,40 haben, glaube ich, geht das links wie rechts, vorwärts wie rückwärts. Hauptsache, ihr habt Spaß und es ist ein schöner Urlaub. Das war der erste Teil von unserem Rundgang durch den Westfalia James Cook. Wir sind hier in den Prototypen von Modelljahr 2020, also denkt dran, nicht alles, was ihr seht, muss zwingend so dann auch Serie sein. Sobald wir die ersten Serienmodelle haben, werden wir sicherlich nochmal Videos nachmachen, dann auch wieder mit Chris oder auf jeden Fall mit Begleitung an der Seite, je nachdem, wann die Autos kommen. Und dann werden wir euch auch nochmal detailliertere Informationen geben. Aber ich glaube, als erster Eindruck ist das schon ganz gut. Alles Weitere, was euch jetzt noch fehlt, werden wir euch in Teil 2 vom James Cook zeigen. So habt ihr dann einen guten Überblick. Also denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Dann kriegt ihr sofort eine Info, wenn Teil 2 online geht und könnt euch das alles anschauen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis bald bei uns in Stowe und alles Gute.